Hallo Granit, freust du dich heute auf ein Interview mit mir? Hallo Seat, ja auf jeden Fall. Mal schauen, was du für Fragen hast. Dann sag uns mal, wann hast du persönlich dich entschieden, Fußballprofi zu werden? Ich wurde so quasi gezwungen von meinem Bruder und von meinem Papa Fußball zu spielen. Und damals mit 15, 16 konnte ich so die Richtung sehen, wo ob eher Richtung oder eher Ausbildung gehen wird. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Debüt, das du als Profifußballer gemacht hast? Auf jeden Fall, das war in Debrecen mit FC Basel, Champions League Qualifikation. Da kam ich rein in der 90. Minute und schoss sogar das 2-0 in der 91. Minute. Oh. Ja, dann kommen wir nochmal zu deinen Wurzeln her. Du hast albanische Eltern, bist in der Schweiz aufgewachsen und hast in Deutschland gespielt. Genau. Jetzt sag uns mal, welche Sprache du am besten beherrschst oder welche Sprache du am besten sprechen kannst. Wir sprechen zu Hause nur Albanisch mit meinen Eltern, mit meinem Bruder ein Mix aus Deutsch und Albanisch. Deswegen spreche ich eigentlich beide Sprachen sehr gut. Ja, bist du aufgeregt eigentlich, wenn du internationale Spiele für die Schweiz spielst? Oder ist das dann so ein normales Spiel wie zum Beispiel hier? Oder ist man da doch ein bisschen angespannter, weil die Spiele nicht so oft sind für das Land, wo du spielst? Nee, ich glaube schon, dass man ein bisschen angespannter ist, da man nicht jedes Wochenende mit der Schweiz spielt. Und man spielt für die Nation, wo ich sehr stolz drauf bin. Und ja, ich trage das rote Trikot mit sehr viel Stolz. Deswegen ist es sicher ein spezielles Spiel, immer wieder, und macht mich auch stolz. Dann sag uns mal, du hast ja auch lange oder ein paar Jahre in der Bundesliga gespielt. Wer war dein bester Spieler, gegen den du gespielt hast in der Bundesliga? Ja, ist einfach zu sagen, Sead Kolasinac, ne? Okay, nee, Gladbach, Schalke, wir waren ja nicht so weit entfernt. Das war immer so ein gutes Spiel mit sehr vielen Emotionen und ja, hat immer Spaß gemacht. Da hast du mir ja schon fast die Frage weggenommen. Erinnerst du dich noch an unsere Spiele, die wir auch gegeneinander hattest? Ja, ich habe noch gute Erinnerungen, weil du eigentlich immer als linker Verteidiger auftreten bist. Ich kann mich noch genau erinnern, auf Schalke hast du sogar auf der 6 einmal gespielt. Ja. Schön bissig, schön aggressiv, wie heute noch. Und so habe ich dich kennengelernt und ja, das ist auf jeden Fall eine deiner Stärken. Und es waren immer gute Spiele. Persönliche Ratschläge für mich, wie ich mich hier schneller in England einleben kann? Ich glaube, wir haben uns von Anfang an gut verstanden hier. Ich habe dir auch geboten, wenn du Hilfe brauchst, dass ich da bin. Ich glaube, für dich war es ein bisschen einfacher oder ist es ein bisschen einfacher, da wir jetzt wirklich viele Deutschsprachigen hier sind. England ist ein spezieller Land. London ist wunderschön. Also ich würde aufpassen, was man so in London macht. Okay, allerletzte Frage. So, ich folge dir auch auf Instagram, wie du ja weißt. Und ab und zu sieht man in deiner Story, wie du albanische Musik auch hörst. Und die Frage ist jetzt, hörst du sowas gerne? Die albanische Musik, fühlst du dich dann auch immer ein bisschen wie zu Hause? Weil du jetzt schon ziemlich oft auch ein paar Videos auf dein Instagram-Profil hochlädst. Auf jeden Fall. Meine Wurzeln sind aus dem Kosovo. Da bin ich sehr stolz drauf. Meine Eltern kommen von da, auch wenn ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Ich höre eigentlich nur albanische Musik, deswegen bin ich einer, der gerne Musik im Auto hört und dann auch ab und zu mal ein Video auflädt. Bist du froh, dass du neben mir in der Kabine sitzen darfst? Ja, doch, sehr froh, weil du warst die erste Person, mit der ich hier Kontakt hatte, von den Spielern her. Und mich persönlich hast du es sehr einfach gemacht, mich hier schnell einzufinden. Und du sitzt ja nicht so weit entfernt in der Kabine neben mir, deswegen ist das auch immer gut, wenn ich irgendwas mal nicht verstehe. Dann frage ich dich, aber du verstehst leider auch nichts. Aber dann bin ich nicht der Einzige, der da nichts versteht, dann fühle ich mich nicht so schlecht. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht, dass du neben mir sitzt. Erzähl uns, wo du angekommen bist, muss ja jeder Spieler nur einen Song singen. Du hast eins gesungen aus deiner Heimat. Auf Bosnisch. Erzähl mal, was das für ein Song war. Ja, ich habe ein bosnisches Lied erstmal gesungen, weil erstens kann ich Fehler machen und mich versteht keiner. Und ja, in dem Text, da ging es, das heißt Kilo Dolle, Kilo Gorre, das heißt ein Kilo runter, ein Kilo, also kannst dick werden, abnehmen, wie du willst. Das hat einfach gepasst, mich hat keiner verstanden. Ich habe es ganz schnell gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 30 Sekunden war. Und mich hat keiner ausgepfiffen, deswegen bin ich dadurch schon froh, dass ich es rüber habe oder dass es jetzt auch schon vorbei ist, weil ich bin ehrlich,
ich habe schon lange, lange darüber nachgedacht, dass ich das machen muss. Und ich war echt aufgeregt und bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Ich war auch sehr nervös, sehr aufgeregt. Das ist so schlimm. Okay, die nächste Frage ist, erzähl mal, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Mit wem bist du aufgewachsen? Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen, groß geworden. Mit meinen Eltern, mit Papa, Mama. Ich habe zwei Geschwister. Wir sind im Süden aufgewachsen, in Karlsruhe. Bin dann mit 16, ich wurde dann 17, bin dann nach Gelsenkirchen gezogen. Hab dann meinen ersten Schritt alleine gemacht, sozusagen weit weg von der Familie, was dann sehr schwierig war. Hab dann schöne sieben Jahre in Gelsenkirchen verbracht. Und bin jetzt hier und verbringe hoffentlich die nächste Zeit jetzt auch hier in London. Du bist in Deutschland aufgewachsen, wenn das richtig ist? Richtig, ja. Und wie fühlst du dich? Eher als Bosnier, eher als Deutscher? Ja, also beides. Klar, ich habe mich dann auch entschieden, für Bosnien zu spielen. Aber nichtsdestotrotz habe ich Deutschland sozusagen alles zu verdanken, so wie meine Familie auch. Damals war es einfach nicht so einfach, als sozusagen wie so ein Flüchtling. Damals war ja auch bei uns Krieg, nach Deutschland zu kommen, Fuß zu fassen. Deutschland hat das einem ermöglicht und deswegen würde ich jetzt nie sagen, dass ich jetzt voll Bosnier bin. Aber klar fühle ich mich auch schon bosnisch, weil meine Eltern da auch herkommen und ich jeden Sommerurlaub damals auch da meine ganzen fast 6 Wochen Schulferien, die ich hatte, haben wir fast immer in Bosnien verbracht. Deswegen sehe ich mich eigentlich als beides, weil ich habe mich auch sehr gut integriert in Deutschland. Aber fühle mich trotzdem noch auch bosnisch. Deswegen würde ich sagen, dass ich beides im Herzen trage. Weißt du noch, wer dir die Chance gegeben hat, den ersten Schritt als Fußballprofi zu geben oder gegeben hat? Ja, das weiß ich ganz genau. Das war früher der frühere Schalke-Trainer. Und als erstmal würde ich sagen, der mir den Schritt ermöglicht hat, überhaupt das alles gehen zu dürfen, war Norbert Elgert. Der ist Schalke-Trainer in der U19. Der hat mir persönlich den Weg erstmal aufgemacht. Da bin ich ihm sehr dankbar. Und dann war damals auch Huub Stevens Schalke-Trainer, der mich dann ja sozusagen ins kalte Wasser geschmissen hat. Im Champions League-Achtelfinale Galatasaray Istanbul gegen Schalke 04 im Achtelfinale in Istanbul. 2 Stunden vor dem Spiel hat er mir gesagt, dass ich spiele. Und der hat mir die ersten Schritte sozusagen dann als Profifußballer dann auch ermöglicht. Du bist von Schalke zu Arsenal gewechselt. Arsenal ist ein sehr großer Club. Wie stolz, wie bereit und wie fühlst du dich für die ersten Schritte bei Arsenal? Ja, macht mich sehr stolz. Arsenal ist ein sehr, sehr großer Verein. Ich glaube, jeder Spieler würde gerne den Weg hier hingehen. Ich glaube, es gibt wenige Spieler, die sagen, okay, ich würde jetzt nicht zu Arsenal hinwechseln. Und macht mich sehr stolz, dass ich hier sein darf. Macht mich stolz auch, dass ich ein Teil der Mannschaft sein kann. Und ich hoffe einfach, dass ich euch helfen kann oder wir uns gegenseitig helfen können und wir eine super Saison spielen werden. One question more, please. No, it's finished. Okay. Thank you. Come on, you Gunners.